535D. Ein Kürzel für mehr als nur entspanntes Gleiten über Landstraßen und Autobahnen. Die Kennung verspricht auch Dieseldruck- und Drehmomentdominanz in allen Lebenslagen. Elegant verpackt. Unterm 4,90 Meter langen Blechkleid steckt nicht nur First Class Ambiente. 3 Liter Hubraum, 313 PS und 630 Newtonmeter warten auf den Startschuss. Genauso mächtig wie der Reihensechser, der Grundpreis des 535D 57.300 Euro. Leistung satt, Paradedisziplin des Dieselhammers, der Beschleunigungstest. Bei 630 Newtonmeter ist ja völlig klar, der Motor schiebt tierisch an. Wir schauen jetzt einfach mal, was schafft ein 535D aus dem Stand auf Tempo 100. Wir wählen hier Sport Plus vor, deaktivieren damit die Traktionskontrolle, gehen ins manuelle Getriebeschema und fahren mit etwas Schlupf los. Und der Motor schiebt wirklich tierisch an, dreht aber auch locker bis 5000 Umdrehungen. Wir sind schon längst über 100 hinaus. 5,6 Sekunden von 0 auf 100, ein Zehntel mehr als die Werksangabe. Auch beim Thema Sicherheit muss der 535D durch den Härtetest, die Vollbremsung aus 100 km/h. Das ist ein guter Wert, aber ich behaupte mal, kein sensationeller Bremsweg. Das Ergebnis der Messung? 1,8 Tonnen stehen nach 37,1 Metern. Der BMW 5er ist ja schon so der Traum der Mittelklasse. Das ist ja mal ein richtiges Luxusgefährt geworden über die Generationen. Mittlerweile steht er dem 7er ja kaum nach. Vor allem dank gemeinsamer Fahrwerkskomponenten. Das schließt ein adaptives Fahrwerk ein. Ich kann hier über einen Wählhebel über Sport Plus auf Sport, Komfort und jetzt sogar seit einiger Zeit Komfort Plus gehen. Vorbei sind die Zeiten, als BMW einfach harte Fahrwerke gebaut hat. Dieser Sportlichkeitswahn, der ist überwunden. Es gibt jetzt eben die Stellung Komfort Plus. Und da rollt der 5er so sanft und geschmeidig über Bodenwellen ab. Das ist wirklich ein reiner Langstreckentraum geworden. Der 5er ist ganz einfach einer der allerbesten in seiner Klasse beim Thema Federungskomfort. Aufpreis fürs adaptive Fahrwerk rund 3.300 Euro. Eine weitere Besonderheit der Münchner, der Drehmomentriese, der Sechszylinder-Diesel. 535D führt aber ein bisschen in die Irre. Es ist nicht etwa ein 3,5 Liter Motor, sondern ein 3 Liter. Ein rein Sechszylinder Turbodiesel mit 313 PS und 630 Newtonmeter Drehmoment. Das sind kaum vorstellbare Werte. 630 Newtonmeter, das haben gerade mal viele Sportwagen. Das ist wirklich ein Top-Motor. Über diesem gibt es im BMW 5er auch nur noch den Diesel der M GmbH. Doppelte Ladung und 55 PS mehr Leistung. Ein zusätzlicher Turbo macht den Unterschied zwischen 535 und dem kleineren 530D. Wenn man jetzt hier Gas gibt, der drückt halt, der schiebt richtig an. Dass das kein wirklich sparsamer Motor ist, zumal wenn ich so fahre wie jetzt, wenn ich die 630 Newtonmeter wirklich ausreize und genieße, das müsste eigentlich klar sein. Im Schnitt sind es bei der Automotoren-Sport-Testwertung 9,4 Liter auf 100 Kilometer. Die ungeschönte Wahrheit. 9,4 Liter. Glatte 4 Liter mehr als die Werksangabe. Es muss einfach jedem Interessenten klar sein, wenn ich mir den 535D gönne, dann gönne ich ihn mir, weil ich Spaß an Leistung und Drehmoment habe, weniger weil ich sparen will. 535D. Drehmomentdominanz, die jeden GTI alt aussehen lässt. Doch auch beim Diesel gilt, Leistung hat ihren Preis.